Die Start-up-Szene in Hongkong verbindet Innovation und Unternehmergeist mit Universitäten und Labors, gepaart mit der industriellen Stärke der Greater Bay Area. Hallo und willkommen zu dieser Ausgabe von Spotlight Hongkong. Wir sprechen mit wichtigen Akteuren dieser Start-up-Welt und werden sehen, wie Hongkong in dieses Potenzial investiert. Im Wissenschafts- und Technologiepark von Hongkong entwickeln Forschungscluster namens Inno Hongkong die globale Zusammenarbeit. Health at Inno Hongkong konzentriert sich auf das Gesundheitswesen, Air at Inno Hongkong auf künstliche Intelligenz und Robotik. Nancy Ip von der Hongkonger Universität für Wissenschaft und Technologie. Sie sind Leiterin des Zentrums für neurodegenerative Krankheiten. Wie hilft Ihnen der Wissenschaftspark bei Ihrer Zusammenarbeit mit dem University College of London und der Stanford University? Ein Projekt, an dem wir gemeinsam arbeiten, ist die Entwicklung eines blutbasierten Biomarkertests für die Alzheimer-Krankheit. Das ist ein sehr spannendes Projekt für uns, weil es die Stärke der Zusammenarbeit zwischen den drei Einrichtungen verdeutlicht. Weil die Bevölkerung weltweit immer älter wird, kommen altersbedingte neurodegenerative Erkrankungen häufiger vor. Wie funktioniert das konkret? Der Hongkonger Wissenschaftspark hat die dringend benötigte Infrastruktur für Innovationen in der Technologieentwicklung aufgebaut. Und diese Biotech-Startups können viele Synergien erzielen, wenn sie im Wissenschaftspark miteinander interagieren. Dann gibt es noch das Air at Inno Hongkong, an dem Helen Meng mitwirkt. Sie ist vom Zentrum für wahrnehmende und interaktive Intelligenz an der Chinesischen Universität Hongkong und arbeitet an der Entwicklung von tragbarer Elektronik. Sie können es für die Rehabilitation verwenden oder wir können es auch im Sport einsetzen, beim Training von Athleten. Sensoren, die in die Kleidung eingebettet sind, können die Bewegungen des Sportlers beim Training messen. Eine der Firmen, mit der man zusammenarbeitet, ist das französische Unternehmen InVivoGen, das Instrumente für die Spitzenbioforschung herstellt. Und wir sprechen mit Zhao Bingli, dem geschäftsführenden Direktor in Hongkong. Können Sie uns ein Beispiel nennen? Das ist unsere Reporter-Zelllinie. Das sind Zellen, die sich in den Geräten befinden. Wofür benutzen Sie das? Für die Impfstoffentwicklung, nach der Impfung. Man verwendet unsere Reporter-Zelllinien, um die Immunantwort nach der Impfung zu testen. Um die Prüfwerkzeuge herzustellen, braucht man Hightech, oder? Man benötigt das Durchflusszytometer. Die Geräte können bis zu einer 500.000 Euro teuer sein, aber hier im Wissenschaftspark wird das Durchflusszytometer zur Verfügung gestellt. Wie geht es mit dem Wissenschaftspark weiter? Sprechen wir mit seinem CEO Albert Wong. Die Hongkonger Wissenschafts- und Technologiepark-Kooperation ist jetzt 20 Jahre alt und hat 1.000 Unternehmen. Was sind die Pläne? Wir müssen exponentiell wachsen, indem wir unsere grundlegenden Stärken nutzen, einschließlich der Grundlagenforschung und des Zugangs zu den Märkten. Mein ganzes Leben lang habe ich in multinationalen, meist westlichen Unternehmen gearbeitet und einige Jahre in einem sehr großen Unternehmen verbracht. Ich war im Bereich Fusionen und Übernahmen sowie im Management. Die Gemeinsamkeit ist begrenzte Ressourcen und man muss das Maximum rausholen. Wie geht der Wissenschaftspark damit um? Elektronische und biomedizinische Labore, Daten, Robotik, künstliche Intelligenz. Wir gehen sogar in virtuelle Labore, damit die Leute sie nutzen können. So müssen sie nicht die teuren Geräte kaufen und können sofort mit der Forschung beginnen. Und sie haben den Markt für die Produkte, richtig? In der Greater Bay Area um Hongkong. 80 Millionen Menschen leben in einem Umkreis von 1 bis 2 Stunden. Das ist eine riesige Chance. Aber Hongkong kann auch eine Rolle dabei spielen, Technologie aus China und Hongkong in den südostasiatischen Raum zu bringen. Das klingt nach einer starken Kombination. Vielen Dank. Das war Spotlight Hongkong. Diese und andere Folgen können Sie auf euronews.com sehen. Bis zum nächsten Mal.